Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Lethal Company. Letztes Mal haben wir etwas unglücklich, sagen wir mal, was ist. Wir haben komplett reingeschissen und wurden gefeuert. Das heißt, wir starten heute in Season 2 mit ein paar Mods. Welche findet ihr in der Videobeschreibung? Und außer Glotzi und mir sind heute mit dabei Johnny, Steve und Lukas. Ja, neuer Run, neues Leben. Auf in Season Nummer 2. Und dieses Mal mit Mods, also das wird besonders lustig. Wir haben super Mods, Harry. Ich hab's vorher schon ausprobiert. Geht's nicht in Exit-Türen ein, in Feuer-Exit-Türen. Psst, Spoiler. Sei froh, dass wir keine Schaufel haben. Aber ist das ja. Mod jetzt drin? Mimic-Mod ist drinnen, die Skinwalker-Mod. Zusätzlich, dass wir auf der rechten Seite noch die extra Slots haben für Taschenlampe, Runtime Netcode Patcher, more Spray. Emotes, Mimics, more Company, Late Company, Reserved Item Slot Core, Reserved Lashlight Slot, Reserved Spray Paint Slot, Reserved Walkie Slot, Reserved Weapon Slot. Yep. Nein, du kannst Feuer, damit keine überziehen. Nochmal? Feuertüren auch, oder wie? Find's heraus. Okay, ich nehme das Weizen, ja. Nein, also zumindest Feuertüren können doppelt spawnen. Innerhalb von der Map, nicht außerhalb. Ach ja, ihr habt schon euren Spaß. Aber kannst du bewegen. Auf geht's! Gut. Ich starte mal, bevor das hier komplett eskaliert. Okay. Wunderbar. Na dann, auf zum großen Geld verdienen. Ob das was wird? Ich glaube fast nicht. Ich gehe durchs Feuer-Exit. Okay. Weil dann weiß ich wenigstens, wo der spawnt. Aha. Big Brain Time. Okay, da kommt keiner mit. Versand. Ach du Scheiße. Wo zum... Hat der Johnny doch was bestellt? Nein. Also, wir sind doch nur auf Experimentation. Erster ist stockfinster. Ja. Marco. Ah, da ist wieder hell. Hello. Fuck. Ja, da ist ein bisschen was durcheinander. Hey, hallo. Ah, noch einer, hallo. Hey, was, nur einer? Ich bin auch noch da. Schauen wir mal. Hallo. 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 Ich hab eine Billo-Taschenlampe und eine Schaufel. Passt, wunderbar. Dini, willst du Taschenlampe haben? Ah, passt schon. Warte, gib wieder die Schaufel. Da ist ein Feuer-Exit. Gib mir die Schaufel. Überlassen. Okay. Wie genau wechsle ich auf die Schaufel? Okay. Alt gedrückt halten, also rechts steht's normalerweise. Ah ja. Alt. Ja, sehr gut. Passt. Na, dann schauen wir mal. Nein, da ist nichts mehr. Okay. Also nur mehr hin. Beziehungsweise da, aber wieder eine? Nein. Wir müssen. Johnny, wo hast du uns hingeführt? Wow. Ich war ja noch nicht. Ah ja. Alter, hier gibt's ja gar nichts. Was ist das für ein Ranz? Mond. Ja. Ich habe Küche gefunden. Experimentation nicht nur Dings. Oh, Küche, mal gut. Nix. Wow. Und aufmachen? Oh. Ich hätte irgendwas hier, Angst. Okay.
Hast du es auch gehört? Seid ihr das Rauschen? Nein. Hallo? Eni? Ja? Eni? Ist hier leer? Oder? Ja, die Richtung ist die Tür. Aber ich muss leicht sein. Seid ihr denn? Tada! Dann geht's hallo weiter. Ach, hier ist ein Kamin. Oh. Ach, vielleicht höre ich den Kamin. Oh, was war das? Ich stöge auf die Dings auf meiner Tastatur. Sprache, geil. Hier ist nix. Hier ist ein freier Exit, aber weiß ja nicht, ob der so gut ist. Na, also nicht. Wir haben den richtigen ja schon gefunden. Ah, stimmt, es gibt nur einen. Schauen wir mal. Eni, was ist mit dir los? Was buckst denn? Was ist los? Außer Atem. Du bückst dich so komisch. Ich bück mich? Aha. Was war das da gerade? Achso, das war ein Justor. Irgendwie ist da gar nichts. Das ist echt so. Schauen wir nach unten. Oh Gott, das Name. Was ist da? Ah, da sind alle Türen. Oh, fuck. Hier war ich schon drin. Okay, auf der anderen Seite. Nur ich! ihr habt einen Schlüssel gefunden. Ich will da nicht lange. Ja, wenn was. Ist ein Tunnel-Network. Irgendwo muss ja weitergehen. Na, no, das war's eigentlich schon. Können wir da nochmal rechts rein miteinander? Oh, irgendwo gibt's hier Gänge. Ja, dann leuchte mal. Hier vielleicht. Oder vielleicht in der verschlossenen. Ja, Lampe ist leer. Nein. Natürlich sei das ja, einzige, wie verschlossen ist. Ich muss Lampe nicht, oder? Was denn? Draußen. Ja. Ja gut, dann. Oh, dann fährt ich natürlich. Wie spät ist denn überhaupt? Da, da, so glaube ich. Halb vier. Ja, da ist die Küche. Den Scheißdreck da mal zum Schiff. Ah ja. Ah, da irgendwo. Da ist der Kamin. Oh, nee, hier war das auch nicht. Vielleicht oben? Ah, Mimik. Sesam, öffne dich. Jawohl. Wow. Hier schauen wir eine Schau. Guter Raum. Ja, nicht beschweren, alles looten. Hier ist nichts mehr. Da ist ein Kamin. Ein Ring, wunderbar. Der bringt auch ein bisschen was. Jetzt hier weiter? Ja, da geht's auch nochmal nach oben. Sorry, dass ich so viel mit dem Scanner rumhantiere, aber es ist ein bisschen dunkel da. Hier ist absolut gar nichts mehr. Okay. Hast du oben? Oben war nichts. Warst du da schon? Yeah. Wo? Hier hinten. Vom Kamin aus links. Hier. Ja. Vielleicht habe ich eine Tür übersehen, aber eigentlich war ich. Nein, da nicht. Da nicht. Nee, hier ist nichts. Ja, dann machen wir uns mal wieder zurück auf den Weg. Irgendwo übersehen wir was. Ja, das kann schon gut möglich sein. Ist ja gar nichts gewesen.
Nein, da oben war nichts, da ist einmal rundherum gegangen. Okay. Oh, Entschuldigung. Gesundheit. Dankeschön. Sind wir von hier gekommen? Ja, na, Moment, wir sind unten. Ich bin falsch rumgelaufen. Wo bist du? Da bist du. Ja. Yeah. Oh, du hast einen Ehering gefunden. Jo. Das ist meiner. Möchtest du mir einen Antrag machen? Mal schauen. Ah, hier. Hier lang. Und dann glaube ich da. Nein, warte, ich bin im Kreis gelaufen. Scheiß Dunkelheit. So, nein, das sind zwei Kamine. Okay. Hier lang, oder? Dann da geradeaus, ja. Da links ja. Ist hell. Genau, da war die versperrte Tür. Und dann ja, hier rechts ist die Küche. Ah, hier ist das. Perfekt. Dann runter. 8:30 Uhr. Da müssen wir uns eh sputen. Hallo. Geh nicht, dass ich bin in der Straße. Sicher? Grüß dich. Wo hast du nur das Bienennest gesehen? Da hinten. Bienen. Oh. Bienen da. Wo? Da hinten. Oh. Da. Ja, ich versuch's. Ich hab mein Stuff gedroppt. Ah, ich hab nur Lappen. Blockst du Weg in ins Bienennest? Nee, ich mach's alleine. Sonst werden die manchmal losgekoppelt und dann. Ob er das schafft? Schauen wir mal. Hört sich nicht gut angehört. Ja, bin das ist einmal weiter weg. Wo ist er hingerannt? Ich hab's gehört. Oh, das weiß ich nicht. Ah, Wurm. Ich glaub, der ist hin. Gedodged. Na, er lebt noch. Ich hab ihn gedodged. Ja, dann hier mit dem Nest. Weil ich komm nicht an die Leiter ran, oder? Geh rein. Komm her. Au! Scheiß Bienenviecher! Was ist die? Einmal mit Profis. Scheiße. Ja, sie gehen wieder. 30 Minuten. Wer glaubt? Hallo. Du bist da hin. Oh, the fuck. Ja. Ich konnte nicht die Leiter hochklettern. Gut, Alter. Oh. Oi. Ich hab mir kein Geld, das du verdienst. Junge. Das war ja sehr erfolgreich. So. Ich dachte, das ist der Wurm. Es war auch ein Wurm. Aber nicht nur. Ja, nicht nur. Da war mit so Hund einer Keller. Huiuiui. Ich wollte die Leiter hochklettern, aber die hat nicht bis zum Boden gereicht. Kann man nicht. Ja. Das ist natürlich bitter. Ah ja, mach nichts. Was hast du da? Ich? Also, ah, das Ding da. Oder? Keine Ahnung. Fuck! Ich geh heute nicht ums obere Bett. Wir fahren da gerade hin. Ich glaube, das ist Steve. Hallo!
Na, das schauen wir mal. Experimentation. Weil es frei ist, dann. Ja. Weil Assyria ist rain, wo ist flooded, March ist ja, noch. Nee. March ist halt schwerer. Wenn ihr was Schwereres wollt, können wir auch. Ja, aber da sollte man eigentlich Lampen zuerst holen. Ja, dann nehmen wir ja. Ja, das sind wir schon. Nein! Steve, ich habe eine Schaufel. Ich weiß, wie ich sie einsetze. Jemand anders die Schaufel haben? Oder? Wie viel Crap gibt's da? Hat da irgendwas geschaut? Oh Gott! Okay, Johnny, du sitzt die Biene. Hier, dann nimmt mein Stuff hier bitte. Johnny, der Imker. Eni, ja. Hast du Schaufel, Taschenlampe? Nein. Also, weder noch. Passt, ist ja wurscht. Ich hab eine Lampe. Sehr gut. Schauen wir, was kriegen wir. Dann mal rein in die gute Stube. Eine? Ja. Gehen wir gerade weiter. Danke. Wow. Oh, Speed on. Links? Gehen wir links. Geh mal links, Gott. Okay. Passt, Sackgasse. Sind zwei mit links gegangen. Sackgasse. Sackgasse. Aha. Oh. Nein. Oh, fuck. Oh. Ja, irgendwie links. Lass doch. Ist das der richtige? Nein. Okay. Nein, ich glaube nicht. Du kannst es gerne ausprobieren, wenn du willst, aber. Da ist was? Type Engine. Ich höre irgendwas komisches. Ah, oh. Noch? Ja, ja. Hey, nee, wo bist du? Hinter dir, ja? Ah, hinter dir. Wo wäre er? Sollen wir den. Ah, da ist ein Key. Sollen wir mal das Zeug zum. Was? Sollen wir mal das Zeug zum Ausgang bringen, oder? Ja, gerne mal. Weißt du noch, wo der ist? Ja. Bist du runtergefallen? Ja, ich glaube, er ist runtergefallen. Ach, Johnny. Na, sparen wir ein bisschen Strom. Aber so schnell kann es gehen. Rechts. Und dann da nach vorne. Hello. Hallo. Da Johnny hat Platsch gemacht. Was hat er gemacht? Da hat Johnny einen Platsch gemacht. Ich kann das Licht wieder aufdrehen. Ja, das war eine gute Idee. Gut, komm gleich. Er ist im Nichts verschwunden. Ja, so kann man es auch titulieren. Na, dann hauen wir am Ende wieder die Sicherungen rein. Damit der Ene glücklich ist und kein Gemecker gibt. Bist du jetzt glücklich? Ich muss es ausprobieren. Rechts oben ist ein Facehugger, Vorsicht! Steve, geh rein! Ja? Ich hab ne Schaufel. Steve, geh rein! Hat drauf! Nein, also nicht. Wir haben den richtigen. Nie! Oh. Alter, einmal mit Profis, echt. Dankeschön. So,
So, ich habe übrigens in Steve seine Stimme nochmal gehört. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Facehugger war oder was anderes. Ich bin ja der Facehugger gewesen, Sam. Okay. Der hängt da jetzt rechts herum wieder. Ich kann nicht sagen. Ja, warte. Ja, was war das? Was? Ah, das ist der Facehugger da. Hallo. Da ist er schon wieder. Hau mich auf die Nuss. Danke. So, Eni, geh mal wieder in die Richtung. Ich geh mal kurz zurück ins Schiff. Ich muss kurz abgehauen. Okay. Gehen wir einen alten Weg oder einen neuen? Gehen wir einen neuen. Passt, einmal rechts. Wahrscheinlich ist hier gerade Sackgasse. Wow. Prediction. Einmal links. Geradeaus. Einmal rechts. Jetzt wieder Licht. Okay, Klaus, jetzt bis zum Schiff geschafft. Jetzt gehen wir auf. Sackgasse. Nope. Spinnenweben. Nope, nope, nope. Immer andere Richtung. So eine Kurve. Du hast es aufgespielt. Ja. Hat sich richtig okay ausgezahlt. Oh, warte, da ist ein Key. Ja, hat sich ausgezahlt. Wir wissen jetzt, dass da nichts ist. Ja. Geht auch weiter. Mit Licht. Zum Aufsperren? Da ist was drin. Ja, das ist was drin. Was ist das? Kabel. Eine Schraube. Sonst nichts. Ah, doch, da ist noch was. Ein Wendeeisen. Ah. Einen Pfannenwender. Ja, dann gehen wir zum Schiff, oder? Ja. Ja, dass da dann mal auch was weitergeht. Das ist auch wunderlich. Soll ich austesten, ob der Exit echt ist? Nein. Nein. Geradeaus. Dann rechts. Nochmal rechts. Holy crap! Ja, verfolgt mich. Exit reinschauen in Fire Exit. Ah, ich glaube, wir haben eh schon eigentlich für die, genug für die Quote. Ich glaube schon, ja.
Ja, wesentlich genug. Abfahrt! Johnny? Achso, hat Scheiße gebaut. Der hat es leider nicht geschafft. Der Boden hatte leider den gleichen Farbton wie das Void. Das Void hatte den gleichen Farbton wie der Boden. Ja, hab nichts gesehen. Wo ist der goldene Ring? Ja. Sein Schatz. Komm mal kurz jetzt auf. Lass mich auf! Ja, du bleibst für immer hier! Hat sich dem was na, danke. Das passiert, wenn man sich blöd Bridge spielt. Ey, da! Das gibt's ja nicht! Ah ja, der Lukas ist auch da. Wunderbar. Ja, ich hab kurz ETH überwiesen. Jetzt mal weg ETH da! ETH überwiesen. Okay. Geht nicht. Ich komm nicht weg. Oh. Danke! Ja. Hallo. Können wir los? Ja. Nein, okay. Komm mal wieder raus. Danke. Bitte. Na dann. Was ist jetzt los? Es startet. Ah. Was war los? Das Land ist aufgeladen. Na dann, rein ins Verklemmung. Ich nehme den Schlüssel mit. Super Idee. Das ist wieder experimental, oder? Ja. Die Gegner verändert. Die sind immer so geradlinig. Wow. Das ist Schrott. Die. Oh. Kannst du mir mal dahin leuchten? Ich seh den Balken nicht. Warte. Also. Merci. Hast du den Schrott mitgenommen? Eine. Oh, an. Oh, nicht runterschieben! Alter! Internet ist gerade ein bisschen scheiße. So, Oderle! Also, das ist aus. Hast du da gerade wieder in die Luft gesprengt, oder? Wo? Was? Ja. Amen! Ja, Kollege, was gehört? Ah! Bin blind! Sackgasse. Spiel das scheiß Raum, Alter. Fuck. Fucking genius. Was kommt da? Was war da für ein Viech? Das ist ein fucking Nussknacker mit Schrotflinte. Ah, na dann gehen wir mal. Wie viele Flashbangs hat der? Weiß ich nicht. Warte, die ist mit. Ich hab nicht unser Schiff gelootet. Ich wollte auch gerade sagen. Warte, wir. Er hat kein Schaf, wie das Problem. Lukas, lebst du noch? Ja, er lebt noch. Ja, wir gehen gerade. Ich weiß nicht, bis du ihn hoppst. Ja,
Blob kommt. So. Und der größte Gegner ist sowieso das Verlaufen. Genau. Ja. Das ist jetzt. Vorsicht! Und das war ein Lootbug. Ah, da ist er. Gut, aber das heißt, ich kann einmal um den Schleim herum. Also Lootbug sammelt entsprechend herumliegenden Loot auf und greift einen an, das Dings, das dann, wenn man halt seinen Loot angreift. Und ja, die Grafikkürzung. Also hey, dafür, dass das ein Entwickler gemacht hat, ist das schon, ja. Nein, aber die Grafik macht dem Ganzen den Charme aus. So. Schauen wir mal. Jemand noch am Leben? Die hören mich wahrscheinlich nicht. Ach, da ist der Jump, den er Johnny erwähnt hat. Ja, dann. Ich mich lauter machen. Besser? Ja. Der Ini dürfte gerade raus sein, oder der Dings. Jupp. Ini? Ja? Was machen wir wegen einem Nussknacker? Ja, wenn du einen Nuss hast, bring sie ihm. Gib mir einen Knacken. So, was nennt sich denn? Wo man auch versinken kann. Ich hole den Apparatus noch. Ist Johnny tot? Hm? Ist Johnny tot? Keine Ahnung. Der ist nicht mehr in unserer Lobby drin. Stimmt. Ja, ich glaube, dass er was den rausgekaut hat. Johnny? Du kannst wieder joinen. Aber ich mach's dann beim Schiff kurz. Dass ich spiele Minimalizer drehe. Und ansonsten Monster, die hier draußen herumrennen, Sandwurm, dann der Hund, der mich erwischt hat, beziehungsweise auch Giganten, also so Riesen, die reagieren alle unterschiedlich, zum Beispiel dieser Dino-Hund, der hat entsprechend, ist der blind, glaube ich, aber hört entsprechend dann verdammt gut. Hi. Hallo. Ich bringe das zurück. So, die bringe ich retour. Ih, das war nicht gescheit. Ganz vergessen, den Jump, also den Fall Damage hat er buffed. Und ja, dementsprechend schauen wir mal. Das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, wäre halt wirklich Treibsand direkt voraus. Aber scheint momentan nicht der Fall zu sein. Von dem her. Glotze? Jo. Glotze. Ja. Lernst du Johnny nochmal? Ja, warte mal. Und. Da ist er. Ich kann ihn nur zum Zuschauen einladen. Hey, warum? Vielleicht muss man da erst abheben, dass das geht. Ach so, dass man quasi auf dem Mond nicht joinen kann? Ja. Ja, das kann sein. Der Lukas. Rauskommen. Ja, der Lukas wird von einem Lootbug verfolgt. Ja. Ich hätte dir was anderes erwartet.
Ja, Johnny, wir heben gar vor dem Motor und dann versuchen wir den einzuladen. Ja, zuerst warten wir mal, bis der Lukas da ist. Na, scheiß am Lukas. So. Jetzt sollte der Spieler spurleiser sein. Confirm. Passt. Jetzt sollte es auch eine Spur angenehmer sein. Wo ist denn Lukas weg? Der sucht wahrscheinlich gerade den Fire Exit. Was ist denn eigentlich dieses? Das H5 eigentlich. Das H5 ist diese Metalltür, wo H5 draufsteht. Wieso geh ich nicht da hin? Ah, der Lukas ist eh schon draußen. Der bahnt sich gerade seinen Weg runter. Ja. Der hat Loot. Wird gut sein. So, ja, Einzelne Leute kann ich auch leiser machen. Ich glaube, ich bin sehr laut, kann das sein? Ich habe euch alle mal ein bisschen leiser gemacht. Aha. Wie geht denn das neue Menü auf? Welches Menü? Für die Dings, für die Emojis. Von einfach 1 bis 9. Vor oder ah. Vor? Ah, vor. Lukas, hast du okay. Ja. Na dann. Mehr nicht. Was? Dann. Passt, dann heben wir mal ab. Oben. 304. Ja. Müssen wir Schaufel aufladen. Deine Schaufel? Das geht nicht. Normalerweise gibt's da einen Stromschlag und bis hin. Mit was anderem hätte ich jetzt nicht gerechnet. Auf einmal leuchtet die Schaufel. Aber das ist glaube ich dann nur beim Blitz. Also wenn es stürmisch ist. So, kannst du mich jetzt einladen? Sekunde. Inward Friends. Report to the company building immediately to sell your scrap metal and other goods. You have 2 days left to meet the profit quota. You can use the terminal to route the autopilot. Dem Lukas hat schon die Augen raus. Ich habe ihn zumindest jetzt nochmal versucht einzuladen. Kann man den Skin da gar nicht ändern? Ja, er hat schon gestummt, das heißt, er ist komplett. Hallo. Ja, hallo. Hallo, wunderbar. Okay, dann funktioniert das nicht, wenn man am Mond ist. Passt. Wo sind die komischen Masken her, Jungs? Ah, kannst du im Menü, also ganz am, wenn du das Spiel startest, unten rechts, dann. Also, ja, aha. Unten. Flame Company. Geht schon? Ja. Passt, verkaufen wir. 130 brauchen wir. Und nein, Steve, jetzt nicht runterspringen. Nein, mach ich nicht. Aha. Ja. Hui. Schlaft's nicht. Keine Ahnung, wie viel es ist. Also, auch kurz erklärt. Wir haben jetzt 100% von unserem Loot kriegen wir. Sprich 43. Weil, wenn man das an anderen Tagen verkauft, zum Beispiel am ersten Tag sind es nur 33%, die wir bekommen, am zweiten Tag 66% und am dritten Tag halt voll. Und ja, es ist zu empfehlen, halt Geld ja, Lukas! Sonst wird man fressen. Will ich wissen, was das ist? Hm? Was? Oh, was für Reich, warum so blöd? Oh Gott, ja. Ah, wie viel brauchen wir? Was sind da aus? 43 Hammer, das heißt. Gut, wir brauchen jetzt noch 43. Die Engine ist 46, nehmen wir die. Jo. Ja, passt. Wir hatten jetzt einen Steve wieder am Gewissen. Nenne keine Namen.
du hast. Ich nenne keinen Namen, aber verlass kurz das Schiff, außer der Eni. Okay. Ladida. Eni, kommst du? Nee, das ist nicht mehr. Boah, jetzt können wir auch Taschenlampen kaufen, oder? Hilfe, macht's auf! Au! Oh. Au! Au! Ich hab nichts gesehen. Ich hab gerade so einen Serienmörder. Wie du wieder ausschaust. Wenn wir noch mehr Schaufeln haben, reichen es zwei. Schaufeln müssten zwei eigentlich reichen. Ist halt die Frage, was es uns bringt, das Geld zu sparen. Also wir verlieren das halt, wenn wir die... Das, was du bestellen könntest, wäre so ein Lockpicker. Lockpicker? Ja. Okay, schau mal, wie viel der kostet. Der wird 20 kosten. Ja. Ich bin gleich wieder drauf. Ah ja. Ja. Steht das vor? Mach mal Schuhe. Der Knie ist immer so gut. So. Mal her, sein Knie. Na, mit dem Lockpicker kannst du. Ja, die war eben gerade Melodie. Ja, komm. Mit dem Lockpicker kannst du Türen öffnen. Dauert 30 Sekunden, aber ja, falls wir keinen Schlüssel haben und irgendwo mal an Ecken. Supportteil. Sprich, wir können jetzt, nachdem wir die Sachen verkauft haben, einkaufen gehen. Lukas. Und können dann zum Beispiel Lockpicker kaufen, Taschenlampe, beziehungsweise auch andere Sachen. Schrotflintmunition gibt es, glaube ich, nur als Mod. So. Aber wir haben noch 38, könnten. Aber weiß nicht, noch eine Taschenlampe kaufen. Ja, kauf mal eine Backup-Taschenlampe. Bis der wieder ausschaut. Überall muss man hinter euch nachräumen. Was eigentlich mit Eni passiert? Du willst das nicht wissen. Glaub mir, du willst das nicht wissen. So. Funktioniert das? Weiß ich nicht. Er ist auf jeden Fall noch frisch, er zittert noch. Okay. Na immerhin. Haben wir die jetzt nicht gekriegt? Ja. Ist ja lustig. Okay. Dann passt. Hast dann du Schnappe, ja. Ja. Alles an Bord. Ach ja, ach ja. Hallo. Hallo. So. Genau, und jetzt ist die Quote erfüllt. Und 231 brauchen wir in 3 Tagen. Jo. Zum Glück haben wir ja schon 180. 226. Jo.